Servus Leute, wie geht's? Schön, ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße heute alle wieder herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und als allererstes gucken wir sie uns natürlich an. Erstmal, wir sehen Wildenstamm mal wieder, endlich mal wieder der Wildenstamm. Auch mal wieder was Schönes. Wir haben eine Schmiedeklaue als Oberherrin, lange nicht mehr gesehen. Ich finde sie geil, ich mag die Schmiedeklauen echt gern. Was ich halt das einzige Manko, was ich halt an denen habe, aber da ich finde sie halt trotzdem nice, ist halt wirklich dieses Grüne. Das finde, das passt nicht so ganz zu denen, zu der roten Farbe, die die ja sich ins Gesicht geklatscht haben. Da hätte ich eher dazu tendiert, dass da diese Öffnungen da so eine, ja, so eine, auch eine rote Farbe haben. Der Untötbar, okay. Krass, nice. Wir sehen hier zwei verschiedene Narben tatsächlich. Mindestens. Ihr seht es am Arm. Einmal hier, der Arm wurde abgehackt. Dann dazu, das ist richtig geil, ist, dass der Kamerad hier, dass der Schädel einfach mal abgehauen ist. Also ich muss ja, der sieht geil aus. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Der ist schön zerfetzt. Das sieht nice aus. Dann auch noch diese gelbe Farbe. Es könnte ein Netzbrecher gewesen sein. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher, weil die Farbe einfach nicht passt am Ende, ne? Die Rüstung könnte passen. Aber die ist zu. Ja, mal gucken. Ein Duellant, okay. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ein Schneider, na, das braucht man in jeder Festung, ne? Oh. Einen Beleibten, naja, schön. Ein Level 62, ja, gut, was soll's. Die meisten sind ja Level 80, da ist ja kein Problem dann dahinter. Nakra die Pest. Was mir persönlich an dem ganz gut gefällt, ist, dass er diesen Hammer hier hat. Dass er diesen Hammer schwingt, das macht den, das gibt dem sogar nochmal was anderes. So was richtig Krankes gibt es dem sogar nochmal. So wie so ein, wie so eine Art Richter, ne? Und man sieht, der hatte früher mal einen Bart, man sieht nur diese Bartstoppeln daneben dran. Das ist auch eine geile Sache. Es sind so manchmal so kleine Details, finde ich, die mir echt gut gefallen hierbei. Guten Seuchenbringer Noruk. Ja, jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Ja, woll, ne? Ja, okay, läuft. Dann denke ich. Können wir auch loslegen? Let's go. Ha, da kann es jetzt losgehen. Endlich. Schön. Ich bin echt mal gespannt, was es hier noch zu finden gibt. Es ist eine Mischmasch-Festung. Es ist keine. Es ist keine. Na, wie soll ich sagen? Keine Themenfestung. Aber es gibt da auch was Schönes immer bei so Mischmasch-Festungen, ne? So. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? Gucken wir einfach mal rein. Hier haben wir den Untötbaren erstmal. Der ist geil. Der ist einfach nur geil. Der ist einfach nice. Einen Kühnen. Okay. Joa. Joa. Und einen Stich. Joa. Stiche sind leider ja nicht mehr so. Okay. Läuft. Jetzt schon entsetzt. Nice. Ja. Ja, es war ein epischer Sprung, was die Heilung jetzt gerade rausgelassen hat. Ja. Gut. Wenn es Entsetzen den schon gepackt hat. Ja, was soll's, ne? Oh. All meiner Rivalen ist in mein Fleisch eingebrannt. Jetzt bist du dran. Geile. Geile Sache. Nice one. Das habe ich. So einen Dialog habe ich auch noch nicht gehört. Aber Untötbare sind ja auch jetzt nicht unbedingt häufig zu finden, ne? Die sind ja, das ist ja fast schon wie so eine Art Maschine, ne? Nur halt ein bisschen anders. Ich muss mal ein bisschen dafür sorgen, dass hier mal ein bisschen Bums reinkommt in die Geschichte hier. Ja, so. Also, es ist kein schwieriger Gegner, aber bei dem Uro kommt halt wirklich darauf an, wie er halt aussieht. Und deshalb, möchte ich jetzt ohne Scheiß, ich leg's jetzt halt echt darauf an, dass der wieder jetzt, dass dem seine Dialoge sind. Auf die Dialoge kommt es mir jetzt bei dem an. Richtig krank. In Mordor gibt's ein Sprichwort. Die Spinne ist erst verstümmelt, lange nicht mehr gehört. Beine in der Hand hält. Ich bin die Spinne. Okay, ja gut. Das könnte halt bei dem auch ganz gut passen, ne? Die Rüstung sieht halt nice aus. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, von dem Kühn. Der Kühn ist halt jetzt absolut nichts Spektakuläres, ne?
So, weg hier. Oh, scheiße, jetzt bin ich natürlich vergiftet. Was ein Scheiß. Ich sehe richtig kaputt aus. Ich brauche ein bisschen Leben. Dankeschön. Hat mir nicht viel gebracht. Super. So gefällt mir das. Wenn der Drache uns mit Feuer ankotzt. Ah, ja, ja, ja. Arme Drachen, die scheinen richtig schön, Sodbrennen zu haben, ne? Müssen ständig. Leute. Okay. Da ist der Untötbare. Tötet den Untötbaren. Ja, so. So, einmal. Oh, scheiße, das ist ein Dings. Ein Meuchler. Auf den Trick fällt er nicht mehr rein, aber er funktioniert immer noch. So. Eigentlich müsste ich ja mich weiterhin mit dem Untötbaren befassen, aber wir wollen auch weiter vorwärts kommen, ne? Wir wollen auch weiter vorwärts. Oh, scheiße, jetzt jage ich die ganze Scheißbude in die Luft. Ja, der Karagor, dem hat's richtig wehgetan. Oh, was ist das? Was ist... Oh, ein Grubenkämpfer, aber als Fauliger. Das sagt genau der Richtige. Was soll ich denn bei dir sagen? Krass. Aber nice sieht der aus. Komm, den gucken wir uns mal aus der Nähe ein bisschen an. Das ist ja mal geil. Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Die Schulterpanzer, die glitschen halt krank durch den anderen Schulterpanzer, durch der oben drauf liegt. Aber es sieht halt heftig aus, ne? Es sieht wirklich brutal aus. Ja, und auf und sowas. Das sind so kleine Sachen. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Ist jetzt... Naja gut, die Grubenkämpfer an sich kriegen ja diese Schulterpanzer. Als ob das irgend so eine Art Auszeichnung ist, ne? Die Schulterpanzer an sich sind nichts Besonderes. Es ist halt nur... Jetzt lass mich doch mal ausreden, Drecksack. Was halt das Besondere halt daran ist, dass es halt so eine Bestie oder so eine... Ah, läuft. Tuka hat ihn umgebracht. Läuft, mit dem hätte ich eigentlich gerne nochmal gesprochen, aber was soll's, egal. Was ich sagen wollte, ist einfach, dass diese Kombination, dass es die gibt, finde ich einfach geil. Das ist nice. Ja? Aber hier gibt es auch ein paar Ansätze dafür, ne? Für eine Themenfestung so ein bisschen, ne? Verpiss dich, du komische Ratte, ey. So, einmal. Bruce, du musst wieder aufstehen. Das ist ja mein Original, Bruce. Den habe ich damals behalten. Es gibt ja natürlich viele, die ihn auch umbringen, aber muss man am Ende selbst wissen. Und was halt noch, glaube ich, noch seltener ist wie der Bruce an sich, sind ja dem seine Brüder, ne? Da frage ich mich eigentlich, ob man den eisernen Willen von denen wegbekommt. Ob da einer schon mehr was dazu hat, weil das ist halt, wäre halt natürlich sehr geil zu sehen. Oh, Tuka ist heute gut drauf. Den Beleibten hat er gekillt. Ja, wunderbar. Schönes Ding, schönes Ding. So, einmal hier. Geht weg, ihr Schweinepriester. Kacke. Hey. Shame. Was ist das hier für eine? Flamme des Krieges, ne? Ein bisschen schlechter. Oder ein bisschen töter zumindest. Was ist denn jetzt passiert? Okay, alles klar. Geht weiter. Golden, verpiss dich aus meinem Weg. Ich hasse dich. Nein, ich kann dich einfach nur nicht leiden. Aus tiefsten Innern. Ja, obwohl, eigentlich ist Golem ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie es... Ach, stimmt, der hat ja auch in so einem Fight gewonnen. Ne? In den Champions of Mordor. So. Es sind ein paar normale Standard-Uruks dabei. Dann gibt es halt so ein bisschen... gibt es halt auch wieder so ein bisschen was... Ich sag's mal ganz ehrlich, dieser Grubenkämpfer, das war schon in Mischmasch. Ne? So ein Uruk, wo du hast, ich hatte es überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass sowas gibt, ne? Also ohne Scheiß.
Oh. Der Tag seid alle gleich. Schwach, memmenhaft und nutzlos. Ah ja, danke schön. Nee, danke. Die sind nicht so groß. Kannst aber beim Wal versuchen. Oh. Ah ja, geil. Ah ja. Oh Mann. So eine Scheiße, ey. Mist. Aber wir kommen ganz gut durch. Das gefällt mir. Scheiße. Jetzt hat mich schon wieder einer verflucht. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Meine Fresse. Also ich muss echt sagen, der Untötbare, der bleibt mir im Gedächtnis. Der wird mir im Gedächtnis bleiben. Zwei Narben auf einmal. Natürlich könnte man jetzt natürlich auch hingehen und sagen, das ist ja nichts Besonderes. Eine Maschine ist da viel, viel besonderer. Aber ich meine einfach nur, im Verhältnis zu den Online-Eroberungen ist so ein Untötbarer wesentlich seltener als eine Maschine. Ah ja, geil. So. Den killen wir jetzt. Du bist ein armseliger Krieger. What the fuck? Aber ich verlange ein Ende meiner Qualen. Ein Krieger tot ist der einzige Weg. Ich kann es nicht alleine tun. Dankeschön. Der bittet mich um etwas und gleichzeitig verarscht er mich. Was eine Sau, ey. Super. Toll, ne? So, warum auch nicht? Von dem er was. Weißt du was? Weißt du was? Hier, das kriegst du. Das ist ja unglaublich, ey. Ohne Scheiß. Ja, jetzt wirst du erstmal beschämt hier. Den scheiß Kriegertod, den verwehre ich dir. Golem, wie wär's, wenn du den da umbringst? Haha. So, jetzt gibt's richtig eine auf die Schnauze hier. Ist auch wieder so ein Pirat, so eine Art wie so ein Piraten-Uruk. Das ist mir jetzt auch gerade eingefallen als Thema. Thema Piraten. Also so in die Richtung. Die sehen ja so ein bisschen aus wie Piraten durch das Kopftuch. Meint ihr nur? Wäre ja auch eine Überlegung wert, ne? Ich sag's nochmal. Eine Festung der Narben. Oder eine Festung der Narbenkünstler beispielsweise. Der Legenden ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ich bringe schon wieder Karago um. Ich liebe diese Viecher. Nicht. Wer ist denn hier? Golem, sag mal, schon wieder? Ah, hat sich mit Tuka angelegt. Na gut, Tuka ist natürlich... Ja. Ist ein ganz guter Kämpfer. Ist jetzt keiner meiner allerstärksten, aber schon nicht übel. Ah, schön. Eine Legende mal wieder zu sehen. Oh, Kacke. Ah, das ist der. Nakra, die Pest. Sehr geil. Wendet sich gegen dich. Ein Blatt aus Uruk-Eisen. Ah ja, schön. Sieht deine Leiche aus wie durchgekaut und ausgespuckt. Danke. Danke, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich einmal so sterben werde. So was wünscht man sich, ne? Komm her! So, jetzt erobern wir erstmal die Scheiße. Oh, Kacke. Stirb, du miese Ratte. Oh. Mist. Also elegant ist was anderes. Geh mal weg, du. Wieso frierst du nicht ein? Was soll der Scheiß? Naja, egal. Machen wir es eben so. Legendäre sind halt nicht gerade so, dass man sagen würde, das ist eine... Ja, sonderlich selten. Sonderlich selten sind sie auf keinen Fall. Aber ja, es ist halt wirklich schwierig, dann am Ende auch noch jetzt mittlerweile auch zu sagen,
Was jetzt wirklich selten ist mittlerweile, was mir auch aufgefallen ist. Weil wir haben teilweise hier in der Community Leute, die hämmern manche Sachen hier raus, ne? Jetzt nur als Beispiel zu nennen, der Kamerad, der, was zum Teufel. Was? Spüre, wie mein Gift in dir brennt, jede Faser deines Körpers durchdringt. Du sollst mit Verderbnis erfüllt sein. Nee, danke. Danke, nein. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so. Es gibt dann halt beispielsweise zum Beispiel dieser Untötbare, das kann man schon als relativ speziell ansehen. Dann beispielsweise so Mischmasch-Sachen. Wir haben ja beispielsweise mal eine Flamme des Krieges gehabt, die beziehungsweise in Schamlosen mit den Verbrennungen eine Flamme des Krieges. Dann ein Gespenst mit den Verbrennungen einer Flamme des Krieges. Das sind schon Sachen. Das ist schon was, ne? Da kann man sich auf jeden Fall mal was einbilden drauf. Natürlich dann auch diejenigen, die natürlich die Uruks gefarmt haben, die jetzt beispielsweise nur, ich sag jetzt mal, eine oder zwei. Ja, zwei ist auch schon heftig schwierig. Ich hab's einmal geschafft, ja, und es ist Bagger, der gebrandmarkte. Wirklich. Also es sind schon ein paar Sachen dabei, aber es ist halt wirklich schwierig am Ende zu sagen, eigentlich müsste man eine Skala erfinden dafür. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Skala würde halt ständig variieren, weil es halt immer wieder davon abhängig ist, wie, was ist jetzt gefragt in den Online-Eroberungen, was ist gefragt in den, was spawnt häufig, das muss man ja alles in der Relation sehen. Und es ist unglaublich schwierig, da überhaupt noch den Durchblick zu behalten. Gespenster sind in meinen Augen relativ, sogar sehr selten. Und Schmiedeklauen auch. Als Zahnstocher nehme ich deine Knochen. Vielen Dank, dass ich so ein hoch angesehener Gast sein darf. Stahl. Zeig sie mir. Ja, das hat er ja gemacht. So. Wo zum Teufel? Ach scheiße, ich habe ja gar keinen. Ja, gut. Naja, egal, machen wir es eben so. Gehen wir eben so an die Sache ran, ne? Schmiedeklammer. Was zum Teufel? Wer ist denn das? Ist das ein Feuerbeschwörer? Ich glaube, ne? Oder? Oh, shit. Es ist auf jeden Fall einer vom Mystiker-Stamm. Und ich glaube, er hat auch eine Verbrennung im Gesicht. Was sehr markant ist für so... für die... Ich mach's jetzt so. Erstmal... Oh. Oh, das ist sehr gut für mich. Was haben wir hier? Ah, es... Oh, Schafauge. Ich feier die Augen an den. Ich feier die Augen an den Schafaugen. Super. Ich muss mal hier ein bisschen Gift einsetzen, ne? So. Aber von der Schmiedeklaue möchte ich halt natürlich auch so gut es geht alles mitbekommen. Weil das ist schon jetzt echt nicht häufig, dass wir sowas überhaupt vor uns haben. Was mir jetzt auch gerade mal eingefallen ist, nachdem ich jetzt auch gerade Feuerbeschwörer gesagt habe, mal zum Thema Beschwörer. Wenn man da nicht so hingehen würde und sagen, okay, wir nehmen eine Festung, sage ich jetzt mal, oh, scheiße. Die eigentlich nein, wie soll ich sagen, ich hab's gerade ich hatte es gerade im Kopf, genau, eine Festung von Sock dem, dem Unsterblichen oder dem Ewigen, ist ja auch egal, wie der Kamerad heißt. Wisst ihr, mit den Mystikern, ne? Die sind jetzt nicht selten. Nicht unbedingt, jedenfalls. Man könnte dann aber auch da zum Beispiel Hexenmeister reinpacken.
Also das wäre schon mal was, ne? Wenn man mal so es genau nimmt. Eine Schamanenfestung hat man bis jetzt auch noch nicht. Also mit diesen Federkleidern, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt super viel, was man machen kann. Aber müsst ihr wissen. Ich sag's nur mal so. Je schwieriger das Thema, desto krasser die Festung eigentlich. Beziehungsweise, ja, halt, wer halt selbst farmt, das ist dann halt nochmal eine Spur brutaler, ne? Weil da muss man halt wirklich die Engine richtig verstehen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe manchmal keine Ahnung, was ich mache. Wirklich. Wenn ich versuche, Uruks zu farmen, dann bin ich mal froh, dass ich die Türme da zusammengeschustert bekomme, ne? Hätte mir da jemand nicht den richtigen Tipp gegeben, ich wäre nie drauf gekommen, dass es mit den Heuchlern zu tun hat. Ich hatte sogar fast schon vergessen, dass ich überhaupt welche habe. So. Natürlich muss ich hier ein bisschen mit Gift rangehen. So. Ach, so eine Scheiße. Auf ihr Geister, die greifen wir uns jetzt. So, Nummer 1. Immun gegen hier schon, was ein Scheiß. So. Sehr gut. Das war es mir wert. Den umzubringen, das war es mir auf jeden Fall wert. Jetzt ist der Oberherr fällig. Shit. So. Jetzt, sag mal, die mit ihren Scheißschilden, das ist wirklich eine der ekelhaftesten Kriegerklassen oder wie man auch immer die nennen will. Überhaupt, weil das ist so eine Scheiße mit denen. Oh, Scheiße. Verbrannt. Jo, läuft. Nice. Okay, jetzt habe ich einfach einen von meinen Leuten getötet. Ja, instead. Ist egal. Instead, ne? So, es gab hier ein paar Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Untötbare, vor allen Dingen. Dieser eine Orlok da mit der Grubenkämpfer Asgang, der ja entweder eine Faulbestie oder ein Fauliger oder ein Vergifteter oder ein Kränklicher war, das ist auch geil gewesen. Das war eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, war ein paar schicke Sachen. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst Like, Bewertung, Abo und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut.